In diesem Tutorial zeige ich dir, wie du Wurzelgleichungen löst, und zwar genauer gesagt, wenn zwei Wurzeln vorkommen. Ich habe auch schon mal ein Tutorial gemacht, wie du eine Wurzelgleichung mit nur einer Wurzel löst, hier verlinkt. Okay? Und ich habe gleich mal gute Nachrichten, die Strategie ist die gleiche. Also auch wenn du zwei Wurzeln hast, ist die Grundstrategie, du quadrierst beide Seiten der Gleichung. So, was heißt das jetzt? Jetzt mache ich es mal ganz ausführlich. Wir quadrieren die linke Seite der Gleichung. Dauert jetzt kurz, bis ich das abgeschrieben habe. Und wir quadrieren die rechte Seite der Gleichung. Ja, ich schreibe jetzt mal Klammern hin, die bräuchte ich nicht, aber kannst dir dann leichter erklären. So, und jetzt müssen wir mal kurz reflektieren, was passiert. Hier gilt jetzt ein Potenzgesetz, wenn ein Mal dazwischen ist. Du darfst jetzt nicht einfach nur die Wurzel quadrieren, sondern wenn es ein Produkt ist aus zwei Faktoren, 2 ist ein Faktor und die Wurzel ist ein Faktor, dann musst du auch wirklich beide Faktoren quadrieren, wenn du diese Klammer auflösen willst. Das Potenzgesetz findest du bei mir übrigens auch auf YouTube. Ja? Das heißt, wir haben 2 hoch 2 mal, jetzt haben wir, das schreibe ich jetzt auch wieder in Klammern, auch wenn ich nicht müsste, die Wurzel hoch 2. Ja, und rechts schreibe ich jetzt einfach nochmal ab. Gönnen wir uns diesen Zusatzschritt. Okay? So. Sieht ein bisschen uncool aus, wird jetzt aber gleich dramatisch leichter. Du darfst auch gerne mal Pause drücken, wenn du dir sicher bist und selbstständig weiterrechnen. Aber jetzt gehen wir mal ran und vereinfachen beide Seiten. Okay, 2 hoch 2, das weißt du, das sind 4. So, Wurzel hoch 2, das hebt sich eben auf, das heißt, es fällt einfach weg. Das heißt, wir haben in Klammern danach stehen 2x minus 4. Und hier selbes Spiel, Wurzel, Quadrat hebt sich auf, das heißt, wir haben 3x minus 6 stehen. Könnt ihr jetzt auch das noch in Klammern schreiben, an der Stelle brauche ich sie aber wirklich nicht. Hier brauche ich sie schon, weil das Ganze ja noch mit 4 multipliziert werden soll. Ohne die Klammer würdest du ja quasi die 4 nur mit dem 2x multiplizieren. Okay, gehen wir mal rein. Jetzt noch ausmultiplizieren, gerade schon erwähnt. Auch jetzt bist du wieder herzlich eingeladen. Ab jetzt ist es, ich würde mal sagen, je nach Schulart und Bundesland, 7. Klasse. Versuch das wirklich mal nach x umzustellen. Drück gerne Pause, ja? Okay, wir multiplizieren das jetzt aus. Das heißt, 4 mal 2x sind doch 8x. 4 mal minus 4 sind doch minus 16. Also einfach rein multiplizieren. 4 mal 2x, 4 mal minus 4. Ist gleich 3x minus 6. So, jetzt die Zahlen auf die eine Seite und die ganzen x auf die andere Seite bringen. 3x, das heißt, wir schreiben auf beiden Seiten der Gleichung minus 3x, dann fällt es hier weg. Hier wandert es dann quasi rüber. Und 8x minus 3x sind doch 5x. Minus 16, den Rest schreibe ich ab und minus 6. So, und jetzt bringen wir die 16 noch rüber, schaffen wir, indem wir auf beiden Seiten der Gleichung plus 16 rechnen. Hier fällt es weg, hier kommt plus 16 dazu. Das heißt, wir haben 5x, ja, minus 6 plus 16. Einmal kurz nachdenken, sind doch 10. Und jetzt letzter Schritt. Hier steht ja 5 mal x. Also rechnen wir geteilt durch 5. Und x ist damit 2. Lösungsmenge jetzt noch anzugeben, schenke ich mir. Jo, das war jetzt mal eine Gleichung mit zwei Wurzeln. Das Prinzip ist immer das gleiche. Du quadrierst auf beiden Seiten der Gleichung. Ich hoffe, ich konnte dir mit dem Video helfen. Falls ja, lass mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniere meinen Kanal. Das war Mathe mit Nick.